Wassersparen, stromkostenfrei und ohne großen Flächenverbrauch eigenes Gemüse anbauen? Mit einem Balkonkraftwerk in Kombination einer Hydroponikanlage soll genau das gehen. Zuerst aber, was ist überhaupt eine Hydroponikanlage? Ein Hydroponiksystem versorgt Pflanzen mit Nährstoffen und Sauerstoff, gelöst in Wasser. Dabei unterscheidet man zwischen 6 verschiedenen Systemen. Das Docht-System, der Anbau als Tiefwasserkultur, das Ebbe- und Flutsystem, das Tropfsystem, das Aeroponiksystem und die Methode, für die ich mich entschieden habe, die Nährstofffilmtechnik-Methode, auch NFT-Methode genannt. Dabei wird das mit Nährstoffen und Sauerstoff angereicherte Wasser durch Rohre gepumpt, die abschüssig montiert sind, sodass das Wasser aufgrund der Schwerkraft nach unten fließt. Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Pflanzen besonders wenig Substrat benötigen. Und außerdem eignet es sich besonders für den Anbau von Salaten und Kräutern. Bevor wir das Balkonkraftwerk bauen, starten wir bei Beginn von jedem DIY-Projekt mit einem Baumarktbesuch, um Rohre, Verbindungsstücke, Holzlatten und einen Schlauch für die Pumpe zu besorgen. Mein Plan ist folgender. Die Konstruktion für die Wasserfallrohre möchte ich aus 2 Flachlatten bauen, die ich zum Schutz vor Wettereinflüssen, Regen und so vor dem Einbau mit Holzschutzlack streiche. Ich sag mal so, die Farbe sollte eigentlich braun sein, aber das Schwarz-Grau mit der schönen Maserung der Latten sieht eigentlich deutlich besser aus als erwartet. Die Rohre habe ich anschließend mit Lochband links und rechts verschraubt. Insgesamt habe ich 4 Rohre übereinander montiert, damit der Wassereinlass und der Wasserausgang an derselben Seite sind. Um ein Rohr mit dem anderen zu verbinden, musste ich an jeweils einer Seite ein Loch bohren und darin ein 78 Grad Winkelstück mit Verengung danach montieren. An der Stelle des Rohrwechsels habe ich aus einer alten Kunststoffbox Kreise geschnitten, die ich mit einem Lötkolben am Rohr verschweißt habe, damit kein Wasser da rausläuft. So kann das Wasser jetzt von einem Rohr ins andere fließen. Es war also Zeit für den ersten Wassertest. Erster Testlauf, mal gucken. Wassermarsch. Zum Glück ist alles dicht und das Wasser läuft schön in den Rohren hin und her. Insgesamt will ich 28 Pflanzen anbauen, weshalb ich in jedes Rohr weitere 7 Löcher gebohrt habe. Dann, um die Kanten schön zu machen, habe ich das überstehende Plastik mit einem Bunsenbrenner abgeflammt und so gleicht sich auch die Kanten schön entgradet. Als nächstes konnten die Rohre und Latten an der Wand verschraubt werden. Die Konstruktion ist soweit fertig, jetzt fehlt aber noch das Wichtigste, nämlich die Technik. Mein gesamtes System soll auf 12 Volt laufen, daher nutze ich auch eine 12 Volt Pumpe. Laut Amazon soll sie 1000 Liter pro Stunde transportieren können, aber schon beim Auspacken ist die Beschriftung auf der Pumpe aufgefallen. Ja gut, 600 Liter statt 1000 Liter, man kann sich ja mal verschreiben, nicht wahr? Aber egal, die 600 Liter reichen auch für uns aus. Die Pumpe verfügt aber nicht über einen eingebauten Speed Controller. Daher muss ich mir meinen eigenen DC Motor Speed Controller bauen, um so die Flussgeschwindigkeit des Wassers einstellen zu können. Dafür nutze ich einen IRF Z44N Transistor Gleichrichter, den ich mit einem 10.000 Potentiometer verbinde. Mit dem B10K Dimmer kann ich die Leistung der Pumpe manuell einstellen und so optimal an die Pflanzen anpassen. Um das System jetzt aber autark zu machen, baue ich ein 300 Watt Balkonkraftwerk. Hierbei nutze ich 2 150 Watt Solarpanels. Wer sich für die Panels interessiert, kann mal bei dem Video hier vorbeischauen. Da habe ich sie ausführlich getestet und vorgestellt. Beide Panels montiere ich auf einem Alurahmen. Den habe ich noch von meinem ersten Solarlastenrad-Prototyp. Diese bestehen aus 1x1 cm Aluprofilen und sind mit 3D gedruckten L-Winkeln verbunden. An jedem Alurahmen sind außerdem 3 Lager montiert und so kann der Winkel von den Solarpanelen optimal zum Sonnenstand angepasst werden. Wenn ihr sehen wollt, wie ich auch für das Balkonkraftwerk einen Suntracker baue, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr, denn hier besprechen wir alle möglichen Themen rund um Photovoltaik und den Einsatz zur Fortbewegung. Jetzt aber viel Spaß weiter mit dem Video. Für jetzt können die Solarpanels erstmal nur manuell ausgerichtet werden. Die
Panels habe ich oberhalb der Hydroponikanlage befestigt und parallel mit zwei MC4-Splittern verbunden. Als Solar-Laderegler nutze ich den allergünstigsten von AliExpress. Den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Den möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen testen. An diesen schließe ich die PV-Anlage, die 12-Volt-Batterie sowie unsere Pumpe mit Speed-Controller an. Obwohl der Controller extrem günstig ist, lässt er sich über 3 Tasten programmieren und man kann sowohl Batteriespannung als auch Lastspannung einstellen. Jetzt war es aber an der Zeit zu testen, ob mein Dimmer und der Laderegler überhaupt funktioniert. Die Wassergeschwindigkeit lässt sich super über das Drehrad einstellen und der Laderegler macht, was er soll. Jetzt müssen aber noch die Kabel ein bisschen schick verlegt werden und die ersten Pflanzen können in das System. Als Anpflanzbecher nutze ich Plastikbecher, in die ich mit einem Lötkolben Löcher reinmache und das Ganze 28 Mal. Ich hatte natürlich gleich die Idee, 3 gleichzeitig zu löten. Das war aber wirklich eine ganz dumme Idee, denn so habe ich einfach die Becher miteinander verschmolzen. Also einer nach dem anderen. Besonders ist, dass die Pflanzen in einer Hydroponikanlage völlig ohne Erde wachsen. Lediglich in kleinen Schwämmen oder Wolle ist das Wurzelwerk der Pflanze. Ich pflanze meine in Schwammstücke, da diese leicht zu reinigen sind und sich ein schönes Wurzelwerk bilden kann. Ten toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. Ten toes down, I'ma ride with the gang. My whole life I've been doing my thing. Get that money, ain't no thing. Anything I do for the gang. Anything I do for the gang. Took those L's and I took that blame. So sieht meine fertige Hydroponikanlage in Kombination mit einem 300 Watt Balkonkraftwerk aus. Ob alles funktioniert und die Pflanzen wirklich wachsen, kann ich euch gerne in einem Update-Video zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und werdet Teil dieser tollen Community. Und dann würde ich nur sagen, bis zum nächsten Mal oder schaut euch jetzt eines der beiden Videos an, hier links und rechts verlinkt. Sehr coole Videos und bis dann. Ciao, ciao. I can't get no sleep, please make my life more simple. Miles inside these shoes so I don't stomp, I tiptoe. Fell 1,000 times and still I roll no limp though.